Ja, also eigentlich, actually haben wir in Hogwarts Legacy alles geschafft. Also Nebenquests habe ich vorhin nochmal nachgeguckt. Hauptquests haben wir keine mehr, Nebenquests haben wir auch keine mehr. Das wird heute ein Stream, wo wir ein bisschen nochmal zurückgucken. Ich meine, ich habe es 4 Monate lang nicht mehr gespielt. Das ist da, wo wir uns nochmal an die guten Zeiten erinnern. 4 Monate ist schon eine Weile her. Das ist schon eine. Wir laufen nochmal durch Hogwarts, schauen uns nochmal das Gelände an. Vielleicht können wir nochmal da gab es noch irgendwelche solche Missionen, die man erfüllen konnte, irgendwie wie am Rode 5 Trolle oder so weiter oder so, und so fort, dass wir da vielleicht nochmal reingucken. Eine Story gibt es hier keine mehr. Vielleicht ein paar kleine. Vielleicht finden wir noch irgendwo neben Quest, was stark bezweifle, weil die haben alle aufgeräumt im Let's Play. Aber ja, wir dürfen hier heute nochmal zurückkehren nach Hogwarts und nochmal. Fast so wie ein kleines Klassentreffen hier nochmal, so 4 Monate vorbei ist. Wir kommen nochmal zurück nach Hogwarts. Abschluss haben wir eigentlich geschafft, na, es war ein fünftes Jahr, fünftes ist eigentlich Abschluss noch nicht geschafft, aber ja. Ja, irgendwie wie so ein nach langer Zeit wieder zurückkehren. Und kurz links die Homecoming. Sozusagen. Vielleicht nenne ich den Part auch so. Den Stream-Aufzeichnungspart. Und wenn, dann werde ich das auf YouTube. Ich denke, ich habe Bock drauf. Wird das auf YouTube als ein großes, ganzes. Als eine Stream-Aufzeichnung hochladen, dann hat das. Hat das Video 3-4 Stunden, aber Grüße an YouTube. Ihr seht ja jetzt, dass das hier. Ihr hört und seht jetzt hier, dass da. Ja, Max Tonks. Wir starten mal wieder rein in die Welt mit Max Tonks. Und schau mal, was noch von der Welt übrig geblieben ist, seit wir weg waren. Wie die ohne uns 4 Monate lang zurechtgekommen sind. So sieht's aus. Ja, das war auch schon ein wundervolles Spiel. Dadurch, dass da. Ich habe heute nochmal den. In den letzten Minuten. Des letzten Parts angeguckt. Eine Abschlussrede. In den Credits habe ich mir nochmal angehört. Ja. Das Happy End habe ich mir nochmal angesehen heute auf YouTube. Mein eigenes Video noch mal reingespäht. Jo, da werden wir. Oh, hier die Beeren. Da meine Charakter wieder. Wir sind hier im Hufflepuff-Schlafzimmer. Wie es aussieht, ist es nachts. Einige sind noch wach.
niemandem außer mir im Gewächshaus kalt? Ich bin immer überrascht, wie kühl es ist. Du solltest dich nicht so über Kräuterkunde aufregen. Glaube ich nicht. Sonst brauchst du noch einen Beruhigungstrank. Venemosa Tentacula sind mit Abstand am schlimmsten. Ich werde nie verstehen, warum wir sie im Unterricht anfassen müssen, statt nur über sie zu lesen. Ich wäre gern hier gewesen, als Phyllida Spohr Schulleiterin war. Die größte Kräuterkunderin aller Zeiten. Ich habe 1000 Zauberkräuter und Pilze mindestens 1000 Mal gelesen. Ich habe schreckliche Angst vor chinesischem Kaukohl. Ein Blattgemüse mit Zähnen erscheint mir extrem unnatürlich. Ich lausche euch nicht. Ich verfolge euch nicht. Keine Angst. Hm. Hoppala. Könnt ruhig weiterreden. Ah ja, der Gemeinschaftsraum. Da war die Karte. Können wir gerade mal Tag werden? Lassen wir Tag, das ist glaube ich doch ein bisschen. Ich meine, hier sieht man es jetzt nicht so sehr, ob es Tag oder Nacht ist. Hier müssten auch irgendwo Deckenlichter sein. Und es ruckelt hier nicht bei jeder Bewegung. Wie im Let's Play. Ja, zum Ende des Let's Plays war es auch offen. War es ja dann noch gepatcht. Niffler. Ein Nifflerbild. Eine Kerze. Immer noch nachts oder haben wir es wieder Nacht gemacht? War es eigentlich Tag? Nein, die Deckenlichter sind hier sehr verhangen. Im Hufflepuff-Gemeinschaftsraum. Ah, die Truhe haben wir auch schon geknackt. Das ist jetzt das Outfit, was ich von der Abschlusszeremonie hatte. Ich wollte gerade mal einen anderen Mantel anziehen. Naja, so schön fand ich den auch nicht. Ich glaube, da hatte ich doch meinen. Ich hatte doch hier meinen. Ein bisschen meinen. Meine schöne Robe hier. Genau die hatte ich, glaube ich, werde die meiste Zeit getragen. Diese blaue. Kann man da irgendwo da noch ein schwarzes Ding? Und mit diesem Cape habe ich das auch kurz mal getragen. Ja, das, was wir drunter haben, das haben wir immer so. Mit Cape so. Ja, so sind wir auch eine Weile lang rumgelaufen im Let's Play. Eine ganze Weile. Ich mag immer noch das schwarze Klamotte drunter. Schwarze Hose und die. Es hat irgendwie Stil. Aber dieses Gewand hier fand ich großartig. Dieser Mantel, halb Kleid. Das war so ein bisschen, ja. Den Hut finde ich immer noch großartig. Hier unser Zauberstab. Hier, das manche diese Herausforderung. Vielleicht können wir da heute noch mal reingehen. Der Kampf hier. Besiegt 20 Sumpfkratler. Berüchtigte Gegner könnten wir noch, falls wir noch mal welche finden. Spinnen, oh je. Noch ein paar Trolle besiegen. Dann können wir unterwegs noch ein bisschen. Diese 32 Nebenbeziehungsaufträge ab. Ich glaube, das ist bei mir irgendwie verbuggt gewesen. Weil hier seht ihr, keine Geschichten verfügt, keine Hauptaufgaben, keine Nebenaufgaben, keine. Es ist hier nichts. Wir haben hier nichts, wir haben alles abgeschlossen. Deswegen. Vielleicht finden wir noch, vielleicht haben wir noch irgendwo einen Winkel von der Karte Aufträge vergessen. Deswegen. Sonst könnte ich mir nicht voll erklären, wie das hier. Da steht 25 von 32 Aufträge. Also müsste es noch irgendwo in der Welt ein paar Aufträge geben. Hm. Zaubersprüche noch beherrsche. Ich hatte eben ein Buch rumfliegen sehen oder eine Seite.
kleines Küchlein essen. Die Befürchtung, es ist nachts. Aha. Ich werde mal bei den Jungs reingucken. Hier schläft keiner. Das ist aber auch schon während des Hauptspiels. So, das ist weder tags noch nachts. Die Betten sind immer überall leer. Dann latschen wir mal hier raus. Nächste Gemeinschaftsraum. Da ist die Buffs. Geht's nochmal ab in die Küche. Oh, hier ist eine Truhe. Ein bisschen Geld. Finde ich mal noch großartig, dass der Waffgemeinschaftsraum direkt neben der Küche ist. So muss das. Ein willkommener Leckerbissen. Köstlich. Ganz genau. Mein Charakter finde ich auch immer noch wunderhübsch. Ich habe schön gestaltet. Klauen wir uns hier noch einen kleinen Snack. Ein willkommener Leckerbissen. Köstlich. So viel wie wir hier am Leckerbissen. Köstlich. So viel wie wir hier am Rumrennen sind während des Spiels. Bauen wir die Kalorien sofort wieder ab. Ist ja. Um uns keine Gedanken zu machen. Ein paar Nutzer. Scheint ziemlich nächtig zu sein. Und die Häuserblockade. Die Häuser. Die haben natürlich gewonnen. Naja, es ist sehr nachts draußen. Zumindest falle ich nicht mehr durch die Map. Und das muss mal Tag werden. Einfach auf den Hof gepennt. Wo ich meine Koboldsteine wieder hab, nehme ich es mit der Konkurrenz auf. Wenn es seit du mir das Venimosa Tentacula Blatt gebracht hast, nennt mich niemand mehr Dankov Knuddelmuff. Ich glaube, ich bin wirklich mutiger. Wir sind alle auf einmal dankbar. Probier es so. Können wir die nicht verzaubern? Schade. Und es ist immer ein schöner. Ah, die reagieren wenigstens drauf. Schüler attackiert andere Schüler. Und wir haben noch diese Zaubersprüche hier drin. Schade. Kanzlerin. Attackieren. Incendio. Da unten waren wir schon. Ich glaube, da haben wir ganz relativ früh. War noch unter den ersten Parts. Gab es unten ein Geheimnis, was wir entdeckt haben? Hier drunter. Revelio. Ja, genau, das war der wichtigste Zauberspruch überhaupt. Revelio. Fast vergessen.
Revelio. Wie geht's zum Kräuterkunde? Haben sie die Lehrerin inzwischen gefixt oder? Oder sagt die mir noch immer noch, ich soll mir die nächste Quest abholen? Steht immer noch hier rum. Professor Garlic. Hm, wir können nicht reden. Wird wohl gefixt. Da hat man lange Zeit den Bug, dass die hier irgendwo rumstand. Ich glaube, irgendwo hier stand die rum. Und hat noch darauf gewartet, uns eine Quest zu geben. Ich wahrscheinlich erledigt hatten. Sie haben anscheinend tapfer für Hoffnung gekämpft. Ihr Mut blieb nicht unbemerkt. Wir sind ja, Ihnen auf ewig dankbar. Ah, ja. Hat es auch mal mitbekommen. Im Raum der Wünsche müssen wir nochmal vorbeischauen. Ja. Das ist ein schöner Ort hier. Ich hoffe, es kommt auch gut im Stream an und ruckelt im Stream nicht. Also bei mir ruckelt es hier überhaupt nicht mehr. Auch innerhalb von Hogwarts, was also wirklich da. Außerhalb von Hogwarts ging es irgendwie auch während des Spiels. Während des Let's Plays. Innerhalb von Hogwarts waren manchmal. Ja. Da hat man Probleme, Treppen hochzukommen. Ach ja. Wenn man Hogwarts Legacy Abolis spielt. Ja. Jetzt 5 oder 6 Monate. Nach Release ist das natürlich. Ist das gefixt? Ich darf nicht so oft gefixt sagen. Sonst passiert noch was. Galeonen und die Uniform eines Historikers. Diese alten Schatzkarten sind großartig. Hey Nati, wie geht's denn? Lang nicht mehr gesehen. Oh, Katze. Das Beste am Spiel. Katzen streicheln. Schon eingebrochen. Ist auch eine Katze. Ich sitze gern nach einem langen Tag in Jo, hier haben wir noch den Raum der Wünsche. Können wir auch mal wieder rein. Da wollte ich hin. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich denke, ich werde das, gleich morgen die Steam-Aufzeichnung als Part hochladen. Dann habt ihr morgen, also am Montag, habt ihr gleich noch. Grüße an YouTube. Habt ihr gleich morgen am Montag noch einen zweiten Bonuspart sozusagen, die heute den Stream-Aufzeichnungspart und morgen am Montag machen wir
Da habe ich noch ein Part aufgenommen, wo war, was wäre, wenn, mal aus anderen Perspektiven, wo ich mal einen Gryffindor-Charakter nenne. Ich finde, sie haben hier große Fortschritte gemacht. Hey, Deke. Bist auch noch hier. Wann aus den die anderen Häuser guck ich mir noch mal die Gemeinschaftsräume der anderen Häuser an miteinander mit einem Gryffindor Charakter, mit einem Slytherin Charakter, mit einem Ravenclaw Charakter und so. Ah, der Lord der Küste, da haben wir ihn. Da muss ich doch mal wieder mein Fütterungsset rausholen. Hese das Einhorn. Den kriegst du zuerst. Pathfinder. Ah, die habe ich ja, Sivona. Zumindest die meisten habe ich nach Zuschauern oder jemand aus der Community benannt, die gingen. Das weibliche Einhörner ist natürlich jetzt Jona. Ist beides weibliche. Okay, es frisst noch. Einhorn streicheln. Einhornhaar einsammeln. Für den Nordste Küste gibt es auch was Leckeres. Und du wirst gestriegelt. Pflege fantastischer Tierwesen. Müssen wir uns mal endlich wieder um die kümmern. Ah, okay. Das ist ein Modi. Das U ging dann nicht. Weil es war es mit dem... Die Straftat. Der Mord. Das war vom Spiel nicht akzeptiert. Verbotenes Wort. Ich konnte das Tier nicht nennen. Da habe ich einfach ein C genommen. Das weitläufigen Landen hier. Genial. Hier war es wohl noch eine Kiste. Können wir auch fliegen? Zeit des Fliegen verlernt, wie war das nochmal? Geht glaube ich auch hier nicht. Oh nein, die Tiere angreifen. Oh. Fox Senior ist auch hier. Phoenix Feder. Gehen wir mal zu den anderen. Noch insgesamt 3 oder 4 sogar. Eine Aufzugstation hier. Die Strahlen, glaube ich, auch noch untergebracht waren. Ach, hier mal Blondie.
Ja, Zuschauer und Community und andere Streamer. Einen Namen genannt. Das habe ich da. Namengebung war ich ein bisschen kreativ. Wolfi. Nein, ist das das? Hat man nicht noch ein Baby hier? Ich glaube, was am An hier mit einem. Einhorn. Flugreifer. Phönixer. Ich noch irgendwie ein Niffler, Mondkelb, Puppe, Verknüpfung, Flitschball, alle toll finden. Nehmen wir den hier. Haben die noch einen Testralball? Oha, wollte ich nicht verschrecken. Wolfi. Und da haben wir das verkauft, das Kleine. Es könnte sein, dass wir die Babys verkauft haben. Ja, es wird's gewesen sein. Kristall sammeln. Oh nein! Das wollte ich nicht. Armes Ding. Ach, lassen wir's. Den Käfig hier. Ja, hier hatten wir Kröten. Und die Begreifer. Kröte am Butsch. Hey, Wolkenschwinge. Lange nicht mehr gesehen. Krötenwarzen. Ach. Flapsi. Ja, hab auch andere kreative Namen gegeben. Und der Fuppa hat keinen Namen mehr bekommen. Tapsi, ja, Flapsi und Tapsi. Was haben wir die genannt? Sehr kreativ. Und Kaniko. Der war, glaube ich, nicht von mir benannt. Wie kann denn das sein, dass der Fuppa keinen Namen hat? Wir haben zwei Fuppa, die keinen Namen haben. Beides Weibchen. Tja. Wenn es ein Männchen wäre, könnte ich es noch nach Judy benennen, aber ist nicht. Die Musik hier auch einfach. Ich habe vergessen, wie großartig die Musik hier war. Der Soundtrack. Der andere Fuba.
Hier was zu essen. Du willst was zu essen? Hier hast du. Muss doch groß und stark sein. Für den nächsten Flug. Du willst auch was zu essen, Wolkenschwinger? Ich glaube, Wolkenschwinger haben wir in Rente geschickt. Und haben dann den Kaliko benutzt. Wenn wir mal nicht auf den Besen geflogen sind. Ah, nee, du hast noch nicht. Du musst noch gebürstet werden. So, Flapsi. Wir kommen mal nach unten zu denen, wo, glaube ich, die meisten drin sind. Kommt der eigentlich irgendwie rufen oder so? Ein Mondkalber. Eine Scheune. Natürlich. Die Mondkuh. Dann mal Juno. Sehr lieb. Hast du gerade gerülpst, Jumi? Jetzt hat Max den das Essen gekrallt, die Beschnüffler. Das war auch für ihn. Du machst ein Fellfliegen für Max. Fell eines Snifflers. Klaus. Ich glaube, das war der erste, den ich benannt habe. Flee. Ja, dem könnten wir, glaube ich, keinen Namen geben. Wo ist dich? Kopf kriegt auch was zu essen. Ein Sava. Doppelfutter. Muss sehr vorsichtig sein in der Nähe von denen. Prof muss auch noch gestiegelt werden. So. Waren wir hier schon drin? Offensichtlich. Versorgt. Der kleine Dieb, der braucht noch. Da gab es eine Quest in der Story. Eine Story-Quest. Nochmal den Puppelball für die
Eine Rotzball für die Niffler. Nein, nicht für die Niffler, sondern für die. Sag mal, ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Für Knuddelmuffs. Eine Rotzball. Ach, ist ja widerlich. Kommt er mit dem Ball spielen? Ein Prof spielt mit dem Puppelball. Ja. Hier gab es, glaube ich, noch Tränke. Der Raum der Wünsche wurde so groß, so riesig groß irgendwann. Tablette. Plus Gras. Noch mehr Diptam. Aha. Nee, Zufallstrank. Deko. Ach ja, fantastisch. Ob ich die Nacht in nächtlicher Stimmung gehalten? Hätten wir das. Mach's gut, Leaks. Hast du noch was für uns? Peek, kannst du die Beleuchtung hier drin ändern? Gewiss. Nein, mach nicht. Welches Gesamtkonzept spricht sie denn am meisten an? Passt schon so. Ach, ich lasse es so, wie es ist. Aber trotzdem danke, Deek. Ich weiß noch, wie die Ladebildschirme hier einfach manchmal zwei bis fünf Minuten gebraucht haben. Im Extremfall dann wirklich, dass dann über fünf Minuten, wo dann ist dann aus den Parts dann rausgeschnitten haben und dann hier im Let's Play könnten wir Kaffee machen gehen. Während nicht aus dem Raum der Wünsche raus eben mal schnell einen Kaffee machen. Astronomieturm. Na, wenn das nicht Pieps ist. Ach, hi Pieps. Pieps. Auch lange nicht mehr gesehen. Ist inzwischen wieder Nacht geworden. Das können wir noch nicht fliegen. Sehr betrübsam. Das könnte man mal fixen. Astronomieturm. Von hier aus kann man durchgucken und dann Dumbledore sterben sehen.
Eine Eule. Und die Eulerei müssen auch mal wieder hin. Da waren wir auch seit schon den Parts nicht mehr lange. Das ist wirklich eine Weile her. War nur vielleicht schon 6 oder 7 Monate nicht mehr. Ich weiß noch, was das für eine Last war, die Treppen runter zu laufen. Das ist dann immer eine Rennkunst vergessen. Wie schmeich das jetzt läuft. Der Professor hier. Nachts so ja nicht. Hier haben wir was wir. Das war cool, das zu sehen. Hier haben wir das Gefängnis, in dem wahrscheinlich. Vermutung in den Nahe. Und sie Respekt, was? Das haben wir, das Blatt haben wir noch nicht gefunden. Revelio. Zelle im dunklen Turm. Das heißt, dass ein Professor für Zauberkunst hier vor Jahrhunderten einen Troll hielt, an dem die Schüler besonders schwierige Zaubersprüche üben konnten. Sicherlich schockierend, aber in einer Zeit, in der beim kündisch lebende Schnatzer verwendet wurden, vielleicht nicht überraschend. Man kann sich nur fragen, wofür dieser Ort in Zukunft verwendet werden könnte. Zum Beispiel um Sirius Black und Harry Potter, der Gefangene von Azkaban, gefangen zu halten. Also nur dann mit einem Hippogreif drauf gelandet. Als Harry Potter dann mit einem Hippogreif drauf gelandet und hat Sirius Black befreit. Von dem Kuss der Dementoren. Vermutlich. Das ist meine. Wir haben ja auf. Vielleicht wurde auch später noch ein anderer Turm errichtet. Ein Turm vielleicht eher nicht, aber. Möglicherweise ein anderes Gefängnis auf einem anderen Turm. Die Toiletten. Tester, wie sie duellieren. Der Raum von Professor. Wie hieß er nochmal? Professor Fick, Ruhe, Ehre, Frieden. Achtung, Spoiler. Diese Sache mit dem Skriptorium hängt mir noch ziemlich nach. Nie wieder. Thomas. Ach, hier ist Orchester, was spielt. Hier stand immer dieses eine Mädchen, was dann immer. Kann mir bitte jemand helfen? Renrock erledigt haben. Ich bin stolz auf Sie. Ah, die Verteidigung im Künstlerraum. Ein legendärer Raum. Wir haben uns auch schon reingeschmuggelt. Von nochmal ins Schulleiterbüro reinkommen.
jetzt dann später nochmal. Und schon mal nicht verzaubern. Ah, Pieps. Duschen wieder. Oh, die Prüfungen. Tch. Sie verdienen alle nichts Besseres als ein Tee. Es erfreut unsere Steine, von solcher Arroganz umgeben zu sein. Wir sind dann im Hof. Und auch kurz bei Nacht sehr schön aussieht. Feier das Meer am Tag. Wer hätte gedacht, jemand im Mai. Adelaide. Er fragt in der Eulenpost ständig nach dir. Ach, von hier aus können wir nicht abheben. Wie war das nochmal? So nicht. Da seht ihr, das ist wieder... Oh, Katze. So wieder vier Monate wirklich nicht gespielt habe. Gab es einen Shortcut für den... für den Besen. Ah, hier ist ihr Unterrichtsraum. Ich finde es wirklich wunderbar, dass sie so in Kräuterkunde aufblühen. Und drei parallel schreibende Federn. Wie waren das nochmal? Sammlungen. Haben wir noch was Neues? Ach, hier haben wir den, das Ding gefunden. Verzeihung. Ich hätte es gern für... Tastatur. Zauberset. Das habe ich gerade wieder vergessen. 765 Besen auswählen. Werkzeugkratz. War das nicht mit Shift und 5 und was war da noch? Okay, so können wir den Hippogreif. Und dann können wir wieder absteigen. Das Absteigen verlernt. Geben.
gut, dann fliegen wir halt zu dem Flughaif. Noch eine Hogsmeade. Müssen wir erstmal wieder finden. Ah, hier Hogwarts bei Nacht. Ich habe eigentlich auf morgen gestellt, aber was soll es? Der mysteriöse Turm, auf dem wir nicht landen können. Aus Gründen. Landen? Ne, können wir nicht. Ich glaube, wir können auf dem Schulleiter. Im Schulleiterbüro müssten wir landen können. Zumindest mit den Besen konnten wir das. Und gut, vielleicht können wir jetzt nicht mehr hoch. Traut sie nicht höher oder was? Gut. Das ist das Quidditch-Feld. So eine Reihe wollten wir nochmal. Nicht herausfinden, wie man landet. Das hat man natürlich wieder verlernt irgendwie. Taste mal Schlagtaste. Galium Leviosa, der Lung. Wo war denn das? Bohnentier auswählen, fliegendes Rettier auswählen, Besen auswählen. Steht nur 6. Und wo haben wir das Menü mit geöffnet und dann absteigen ist B. So vom Grund. Seit wann? Ist auch Protego. Wurde das umgestellt?
Da hat sich das nicht auf E gesetzt. Nicht in der Reihe. Sag nicht, wir haben ja noch. Haben wir die Seiten vergessen? Das kann doch nicht sein. Aber in der Reihe-Seite. Das haben wir weiß ungründlich während des Let's Plays. Ich würde behaupten, dass ich das eingesammelt habe. Ich weiß nicht, wie ich das gerade gemacht habe. Ich habe mehrere Tasten gedrückt, aber. Ich glaube, Tab war es. Und wieder einen schönen Besen. So, mal beschleunigt. Und durch die Dächer und kurz fliegen. Okay. Hoffentlich nicht in die Dächer. Nur drumherum. Das Bootshaus. Hätten wir eigentlich Motor laufen müssen. So, hier schön das Wasser fliegen. Ah ja, die Mehrnetzprüfung. Die hätten wir auch weitestgehend ausgelassen. Gegen am Ufer. Eier von der Schwinderin aufsammeln. Hier war doch irgendwas. Eine Mehrdienstprüfung. Revelio. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Können wir diese bestehen? Und da ist irgendwas. Nicht so verstanden. Mitnehmen. Ja, wie wir dieses Ding lösen, weiß ich auch nicht. Ha.
die namentlichen Hinweise drauf. Wenn, dann übersehe ich sie. Ah, Tabulator und dann 5. So war das. Oh no. Dann wird doch der Besen dreckig. Ein paar Luftballons. Vergiss hier mal die Steuerung. Genau unten. Auch schön. Mal kurz bei Nacht. Um Ballons zu platzen. Landen nicht verfügbar. Oh nein, stimmt. Ist das widerlich? Mhm, wer geht rum? Wie geht's zum Hogwarts Express oder nicht? Ja, hier sind die Schienen. Wo sind wir hier? Ach, hier laufen wir lang. Wir laufen genau in die falsche Richtung. Um da aufs mitzukommen. Nach Smith geht's dort lang. Möglicherweise den Weg gelangt. Oha. Schon tot. Das war ja schwach. Hallo, Homura. Und gefangenes Tier. Das müssen wir befreien. Ah ja, die Schlossrätsel hier. Oh, ich kann sie immer noch. Manchmal ein bisschen nervig. Vor allem auf die Jagd nach diesen Kniese. Auf in die Freiheit mit dir. Vor allem, wenn man diese, wie hießen diese, ich hätte jetzt Eulen gesagt, aber. Ein Pflanzendrache. Ein Heckelien-Drache ist. Gefahren hier in der Wildnis.
Ja. Böse Spinnen. Ich hasse Spinnen so sehr. Ein bisschen Kühl schubsen. Man könnte Kühl schubsen. Was? Die Kühe greifen an. Keine Gegner mehr. Du bist widerlich. Ganz genau. Stimmt, ich bin nicht beim Schuss. Kuhschubsen. Ich wollte den Berghang runter. Wo seid ihr unterwegs hin? Suchen wir noch Hogsmeade. Müsste doch bald hier sein. Questmarkierung? Ich kann Milos Tochter nie mehr in die Augen sehen. Kann ich Ihnen bei etwas behilflich sein, Mr. Adley. Edgar Adley. Und nein, ich glaube nicht. Milo und seine verrückten Pläne. Milo? Er war mein Freund. Hatte vor ein paar Tagen einen genialen Plan für ein paar schnelle Galeonen. Ich sollte ihm nur in den verbotenen Wald folgen. Hätte ich gewusst, dass er Gift von einer lebenden Akromantula besorgen wollte. Ach, armer Milo. So ein Ende hat er nicht verdient. Es tut mir wirklich leid, das zu hören. Ah, danke. Ich kann gar nicht daran denken. Milos Leiche noch in der Höhle mit dem Flüchtigen. Der Flüchtige? Milos Name für die Akromantula. Er hatte ein Gespür für Dramatik. Als er starb, bat Milo mich, seine Taschenuhr mitzunehmen, ein Erbstück. Damit seine Tochter etwas hat, das sie an ihn erinnert. Aber ich bin geflohen. Wenn ich Zeit habe, kann ich nach dem Erbstück suchen, Mr. Adley. Sie können nicht zur Höhle der Akromantula gehen. Das wäre ihr Tod. Bitte, vergessen Sie, was ich gesagt habe. Nebenquest. Wo könnte diese Akromantula-Höhle sein? Dann machen wir das doch glatt. Folgen wir der Quest. Oha. Zauberstabgriffe. Haben wir doch noch eine Quest entdeckt, die wir nicht gefunden, die wir nicht gemacht haben. Und wir haben hier Flammen noch nicht aktiviert. Und wie ungünstig habe ich die Gegend hier erkundet. Sandbergers Turm. Auf der Abhauchsfeld. Auch mal eine Schnellreise. Zum Glück zum Trinken. Verschluckt. Das sollte ich untersuchen. Juhu, wir können noch eine Sidequest machen. Das hätte ich nicht gedacht, dass wir heute im Stream noch eine Sidequest kriegen.
Das ist sehr großartig. Auf in die Spinnenhöhle. Was? Mein Berg runter. Aha. Hallo, Freunde. Bleib stehen! Oder ich zwinge dich! Versuch's doch. Oh no. Nicht unsere Probleme. Tief in den verbotenen Wald hinein. Zweifellos schon lange verlassen. So, Höhle finden. Revelio! Ist das hier die besagte Höhle? Die Höhle muss irgendwo in diesem Labyrinth sein. Was hier wohl noch drin ist? Die ganzen Menschen leben. Incendio! Im leichtesten Modus, deswegen wird mir hier die Zeit noch angezeigt, wann ich blockieren soll und ich abhauen muss. Jetzt habe ich gesehen, dass das in anderen bei anderen Schwierigkeitsmodi nicht der Fall ist. Spinnen. Was für eine widerliche Quest. Zerstör die Eier, bevor es schlüpft. Ist das die Acromantula-Höhle, die Mr. Adley erwähnte? Scheint so. Incendio! Das ist mein Kampfset gegen Spinnen. Incendio und... Leute! Mach nicht so eine Nahaufnahme. Das ist also der Flüchtige. Wie hast du...
Weg mit dir. Puh, haben wir schnell erledigt. Hat keinen Bock, jetzt ewig dagegen zu kämpfen. Rebellion. So, wo ist das Erbstück? Da hinten vielleicht. Oh nein. Stimmt. Ich muss Mr. Adley dieses Erbstück bringen. Ah, Erbstück und ein Umhang. Ein weißer. Revelio. Hier ist wohl nichts mehr. Dann bringen wir es mal zurück. Schnell raus hier. Können wir hier rausfliegen? Ja. Ist mir auch lieber. So, auf zur Abgabe. Oh, eine Alpha-Wand. Wie nett. Schubsen. Oh, wo sind wir denn hier? Rebellion. Numus bräuchte noch mal hier. Numus. Eine Berghang. Und zwei Bäumen. Waren wir noch nicht drin? Erzähl mir doch nicht. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Lumos. Was ist denn hier hoch? Hier ist noch eine Karte. Geld drum. Revelio. Verlassenes Geschäft. Der Inhaber dieses leerstehenden Geschäfts soll einen Schrumpfzauber benutzt haben, um sein Inventar zu lagern. Hat sich dabei aber verrechnet, sodass es praktisch verschwunden ist. Aha. Smith.
Haben wir den in Hogsmeade getroffen oder vor Hogsmeade? Ich glaube, der war noch ein bisschen vor Hogsmeade. In Hogsmeade waren wir nämlich drin. Gut, wie gesagt, lecker. Hier können wir auch nicht rein. Die Tür ist eine Mauer. Na, wir können noch nicht fliegen. Prüfung Merlins? Können wir vielleicht sogar hinkriegen. Und auch nicht. Ich hätte jetzt behauptet, dass das damit. Okay, dann halt nicht. Verstehe ich es halt nicht. Noch einen übersehen. Ah, ja, da unten. Revelio. Nicht richtig. Revelio. Ich doch noch was übersehen. Diese Prüfungen Merlins kriegen mich nicht klein. Fantastisch. Mal wieder eine Prüfung Merlins gelöst. Wozu auch immer die da sind. Das habe ich noch nie herausgefunden. So, ich breche mir mal wieder an der Beine. Oder Knochen. Verkäufer. Ah, Kinder, die auf dem Besen spielen.
Was hast du denn anzubieten? Vielleicht finden sie etwas, das sie brauchen. Himmels, okay. Ja, Schmuck für den Besen. Es freut mich, dass Arn seine Sachen wieder hat. Renrock und seine Anhänger werden so etwas nicht nochmal probieren. 5000, das hätten wir fast. Ich hoffe, dass wir noch öfter ins Geschäft kommen. Es war mir ein Vergnügen. Vielleicht finden Sie etwas, das Sie brauchen. 4900, das ist oder ein Gigabesen Flugmittel in den Beendungen. Das sieht jetzt nicht so hübsch aus, aber. Es war mir ein Vergnügen. Theophilus Harlow hätte wissen müssen, welche. Interessant. Incendio! Hier haben wir noch was gefunden, ach, das Erbstück. Sammlung, ach hier die Karten, die wir gefunden haben. Und noch ein Gegner. Und die Ruhe des Sidequests. Die hat mich aber plötzlich Das war ja plötzlich in dieser Sidequest. Selten wie hier was langfährt, können wir hier auch auf den Schienen laufen. Der Hogwarts Express fährt hier nur einmal am Tag lang. Hier noch ein paar Luftballons. Und drüben gibt's ein. Wie ich wohl in so einem kleinen Dorf zurechtkäme? Als ob wir das Dorf hier noch nicht entdeckt haben. Wie schön, Sie zu sehen! Alohomora. Ich habe mich halt auf die Quests konzentriert und habe mich durch umgucken. Und da könnten wir noch ein bisschen, da könnten wir noch einige Streams mitmachen, wenn wir uns wirklich aktiv umgucken wollen. Kein Was haben wir denn hier? Wollen. Ein Demigeist. Ein Demigeist-Statue? Da haben wir doch schon alle von. Revelio. Alle glaube ich nicht, aber. Müssen wir noch ein bisschen nachts warten. Du gehörst mir, Demigeist. Sinnvolles hier noch. Oh, Hausbesitzer. Tag, ich bin nur eingebrochen und habe hier ein bisschen habe den ganzen Tag verbracht. Ah, die sehen gar nicht so schlimm aus. Haben Sie die Höhle des Flüchtigen dann also doch nicht betreten? Mr. Adley, ich habe die Taschenuhr, die Milo bei sich trug. Bei Merlins Bad! Wie haben Sie... Ich will es gar nicht wissen,
Eigentlich will ich nie wieder an diese Akromantula denken. Oh, hallo, Bay Gamer. Gamer-Freak. Du hast doch was Legacy falsch geschrieben. Beste Game. Okay. Das war gar nicht so einfach zu bekommen. Wie steht's mit einer Belohnung? Natürlich bezahle ich sie gerne. Aber ich habe nicht viel. Ich versprach, für alles aufzukommen, was Miles Tochter braucht, um eines Tages nach Hogwarts zu gehen. Natürlich bezahle ich sie gerne, aber das habe ich gerade zugehört. Nächstags noch okay, ja, das ist dann keine arme. Sorge, ist schon gut. Hier haben Sie das Erbstück. Ach, arme danke. Person. Ich weiß, dass Milos Tochter sich über Sie freuen wird. Was verkaufen Sie hier? Milo kann nun in Frieden ruhen. Seine Wünsche wurden erfüllt und seine Tochter hat etwas, das sie an ihn erinnert. Verbesserung. Das gab's noch selten. Ein besserer Schal, okay. Eigentlich wollte ich mir den Besen kaufen, aber was soll's. Das wird Ihnen gewiss gefallen, da bin ich mir sicher. Ach, danke für den Besuch. Hat mich gefreut, Geschäfte zu machen. Hier, Schal, den können wir mal ändern. Jo, wie geht's denn so? Gamer Freak. Was hat dich zu mir getrieben? Wie bist du zu mir gekommen? Bleib, glaube ich, bei dem aus. Was? Sieht ja ein bisschen schwierig aus. Und das hier sieht gut aus. Demiga ist Mond. Was wir davon noch einen finden. Ja, wir sind. Das ist ja heute nur ein. Es war ja reiner Zufall, dass wir hier wirklich den. Mr. Adley, hätten Sie einen Moment? Den noch gefunden für haben. Sie? Immer. Sie sind eine Heldin hier. Gibt es interessante Gerüchte in der Stadt? Der Flüchtige ist endlich weg. Welch Erleichterung. Aber genug von Spinnen. Jetzt ist alles friedlich. Zumindest so friedlich, wie es der derzeitige Zustand der Welt zulässt. Es ist ja heute nicht mehr wirklich ein. Meine Story sind wodurch, mit den Questen wodurch. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Ich bin Händler, aber ich versuche mein Bestes, jedem Kunden das zu geben, was er braucht. Es gibt hier wirklich nichts mehr zu tun, danke, eigentlich. Dann lasse ich Sie mal wieder in Ruhe. Na gut, es gibt noch einige. Bei Gegner aufräumen und so, die noch diese. Ein kleines Dorf haben wir hier auch noch entdeckt. Ist halt nur noch erkunden hier. Hallo, Homura. Können wir noch einbrechen. In der Nacht. Wir haben hier einfach nochmal 4 Monate nach Beendigung des Let's Plays. Haben hier einfach nochmal ein Dorf entdeckt, das wir noch nicht gekannt haben. Das ist auch mal interessant. Und ein bisschen Geld klauen. Mhm. Die Motor können wir ja wieder verkaufen.
Rückseite. Spinnenglieder. Anscheinend hat jemand die Glieder der Agromantula auf aus Profitgründen gesammelt. Das mag lukrativ sein, wenn man bereit ist, sein Leben zu riskieren, um sie zu beschaffen. Aha. Mr. Adley, hätten Sie einen Moment? Für Sie? Immer. Sie sind eine Heldin hier. Was verkaufen Sie hier? Suchen Sie was Bestimmtes? Ich würde es eher interessieren. Hier, das hier. Dann gib mir Geld. Ich fülle immer gern meine Vorräte auf. War mir ein Vergnügen. Du wirst deine Tochter nach Urz bringen. Gib mir Geld. Du bist bettelarm und brauchst Geld. Hier, gib mir Geld für das. Oh, hi. Hier waren wir, glaube ich, schon. Revelio. Gibt's noch Zeugs? Die können wir gleich auch wieder verkaufen. Alohomora. Potion. Den Schlangenpult mit Potion auf. Das ist so ein bisschen, das ist interessant. Genau, ein Zauberhalter. Nichts Interessantes hier. Immer schön mal eingebrochen zu sein. Hier ist noch eine Kiste. Nicht in den identifizierten Gegenstand. Mooswandball. Oh, eine Aufwertung. Gegenstände. Das ist ein Downgrade. Das ist ein Upgrade. Und der muss natürlich anders aussehen. Große Güte. Das war mein Outfit. Hier fehlen uns noch zwei. Dann haben wir alle vollständig. Ah, Meuchlerin des Flüchtigen. Wie schön, Sie wiederzusehen. Mr. Adley, hätten Sie einen Moment? Für Sie? Immer. Sie sind eine Heldin hier. Was verkaufen Sie hier? Ich kaufe mein Zeugs. Suchen Sie was Bestimmtes? Danke für den Besuch. Hat mich gefreut, Geschäfte zu machen. Ich finde, wann noch Smeet, ja. Beim Besen hinter ihr Besen. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch.
Oh Gott, es ist bei Nacht. Schön, schön. Was gibt's denn hier zu sehen? Interessanten Soundtrack gibt's hier zu sehen, zu hören. Okay, das war ja mal ein Soundbank. Das war doch der Entdeckungssound. Jetzt hätten wir was entdeckt. Fährt sowieso kein Zug. Also komme ich. Da geht's runter nach Hogsmeade. Und eine Katze. So, auf nach Hogsmeade. Katze. Ich führe meine Aufgabe fort, hier Katze im Spiel zu streicheln. Hier muss ich mal kurz eine alte Freundin begrüßen. Hallo, Sirona. Wie geht's denn so? Ich hoffe, Mary und ihre Nachbarn geht es gut. Sidequest? Noch ist einer? Alles in Ordnung? Wohl kaum, aber ich möchte keine Schüler mit meinen Sorgen belasten. Ich bin zwar noch Schülerin, aber ich bin vielleicht in der Lage, ihnen zu helfen. Da wäre ich nicht so sicher. Ich bin übrigens auf einmal. Ich treibe in diesen Dörfern Handel, vor allem aber in Arrinshire. Hübsches kleines Dorf, tolle Gärten. Erst neulich schrieb der Tagesprophet über unsere malerischen Hecken. Bevor ich fortfahre, sollte ich fragen, haben Sie Angst vor Spinnen? Ja. Zwar habe ich in letzter Zeit viele getötet, aber trotzdem habe ich schreckliche Angst vor Spinnen. Das klingt, als sei es Ihnen gelungen, Ihre Ängste in gewissem Maße zu überwinden. Ich muss Ihnen leider sagen, das Dorf wurde von diesen abscheulichen Dingern überrannt. Und sie sind ungewöhnlich aggressiv. Natürlich mache ich mir Sorgen um meine Kunden. Es scheint aber, als seien die meisten Dorfbewohner geflohen. Aber ich sorge mich um meine Freundin Mary. Ich habe nichts von ihr gehört und fürchte, sie sitzt in ihrer Hütte fest. Verständlich. Aber warum sehen Sie nicht selbst nach ihr? Würde ich ja, aber ich habe eine tödliche Angst vor den achtbeinigen Bestien, die ich im Gegensatz zu Ihnen nicht überwinden kann. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Kennen Sie jemanden, der Mary helfen kann? Ich mach's ja. Warum gibt es plötzlich so viele Spinnen in Arrinshire? Ich kann es nicht erklären. Ich habe in meinem Leben noch nie so viele Spinnen gesehen. Fast, als würde sie jemand züchten.
Sie haben das ganze Dorf eingesponnen. Und ich hatte Glück, dass ich entkommen bin. Mary wusste mit diesen Tieren immer umzugehen. Es ist sehr bedenklich, nichts von ihr zu hören. Warum können Sie Ihre Spinnenphobie nicht überwinden? Als kleines Kind wurde ich von einer Bande Raufbolde schikaniert und verfolgt. Dann habe ich mich vor ihnen in einer Baumhöhle versteckt. Innerhalb von Minuten krabbelten Spinnen über jeden Zentimeter meines Körpers. Ich war wohl auf ein Nest gestoßen. Ich war wie gelähmt durch die Angst vor den Spinnen und eine ebenso große Furcht vor den Zauberern, die draußen auf mich warteten. Stundenlang war ich dort gefangen. Wenn ich nur daran denke, spüre ich ihre Beine auf mir. Warum haben Sie nicht das Ministerium gerufen? Habe ich ja. Mit jedem habe ich geredet, der zuhören wollte. Sogar mit Minister Plaudertasche Spavin. Aber anscheinend haben sie alle Hände voll zu tun mit wer weiß was. Dieses kleine Dorf ist wohl sich selbst überlassen. Ich werde mein Bestes geben, Mr. Dunn. Bitte tun Sie das. Wenn Ihnen jemand einfällt, der mutig genug ist, um zu helfen, wäre ich sehr dankbar. Arranger liegt südöstlich von Hogsmeade, direkt hinter dem Bahnhof. Dann machen wir das mal. Ich bin sicher, Mr. Pratt wird seine neue Umgebung im Eberkopf zu schätzen lernen. Ich wollte schon selbst umdekorieren, bevor sie aufgetaucht sind. Tja, davor habe ich dich bewahrt. So, na. Oha. Erstes wollten wir mal hier. Christmarker wegnehmen. Sie muss doch irgendwo ein Wesenbedarf sein. Vielleicht haben die was, was ich brauchen kann. Erstmal zu Honeydukes rein. Da waren wir auch lange nicht mehr. Ich wage zu behaupten, dass dieser Harlow das bekommen hat, was er verdient. Oha. Hallo, Homura. Hier waren wir noch gar nicht. Revelio. Das Schlafzimmer des Händlers ein bisschen plündern. Der Baum sieht aber unsauber aus. Schon besser. Ah, wie schön, Sie wiederzusehen. Na, wonach suchen Sie heute? Ja, der hat aber nicht solche Besen. Danke fürs Vorbeischauen. Ich komme auch nochmal bei dem vorbei. Bis bald. Der grüne Besen war auch nicht so mein Geschmack, aber hat sich gerade hingelegt. Katze streicheln.
warten wir auf uns davon. Geradewegs hin. Mary Quartzman. Aha. Avonshire, waren wir da nicht gerade eben? Das war doch das Dörfchen. Das muss Avonshire sein. Ich sollte mich auf die Suche schon nach Spinnen machen. Immer sind die Spinnen. Wir sind doch hier eben schon. Wie kommen denn die auf einmal hierher? Lass mir das mal sagen. Das vollgewebt hier. Ah, muss das sein? Dank der Spinnenplage habe ich mich entschlossen, mein Haus für kurze Zeit zu verlassen. Ich wiederhole, dies nur kurzzeitig. Ich komme zurück, sobald es gesäubert wurde. Und ich erwarte, mein Haus so kurz zu finden, wie ich es verlassen habe. Keine Spinne, keinen Landstreich, keine Diskussion. Ja. Das ist das Haus, oder was? Finde Mary. Oh nein, das muss Mary sein. Oh die Gott. Erste. Ha. Ich habe, wie gewünscht, das Spinnengift angeliefert. Ich erwarte prompte Bezahlung. Die neuen Spinnenlehrlinge in meiner Werkstatt im Keller sind beinahe gestüpft. Ich kann bald mehr Gift liefern, nachdem ich für die letzte Lieferung bezahlt wurde, natürlich. Mary Portman. Jetzt selber die Spinnen. Wenn Mary diese Dinger in ihrem Keller gezüchtet hat, gibt es da unten noch mehr. Ich muss wirklich jede Spinne in diesem Keller vernichten, wenn das endlich. Okay, sie können wir nicht befreien. Und die Quelle der Plage, oh Gott. Wo ist das? Waren wir doch schon drin? Wir haben sie, glaube ich, gesehen. Die war hier. Na toll. Auf in den Keller. Zweite Spinnenquest, die wir haben. Sind sie jetzt nicht da?
Jetzt haben wir hier meinen Schaden. Das ist kein gutes Zeichen. Diese Spinnen müssen irgendwo sein. Eine Leiter. Doch, nö. Ich will gar nicht wissen, wohin die führt. Dort unten sollte ich auf alles gefasst sein. Zerstören, bevor die Lage noch schlimmer wird. Dein Ernst? Hier in den kleinen. Ich stirb. Nicht meine Schuld, dass du eine Riesenspinne bist. Zwei von zwölf, na großartig. Nein. Zählt aber nicht ins Ei. Wo sind denn diese Spinneneier? Matze gibt's ja in Hogwarts nicht, deswegen. Okay. Fünfte Hälfte. Zulassen, dass ihr Arranger noch mehr antut. Ich habe endlich den perfekten Ort gefunden, um meine Spinnenkolonie zu züchten. Ach. Das, und er war tatsächlich die ganze Zeit direkt vor meiner Nase, mein Keller. Ach. Warum habe ich da nicht früher dran gedacht? Warum hat es eigentlich noch niemand? Meine Spinnen werden groß und stark und ihre Seide wird mich reich machen. Endlich komme ich zu Reichtum. Endlich kein Knausern mehr beim Einkauf in der Stadt. Es wird fantastisch. Ich glaube, ich weiß jetzt, was mit Mary Portman geschehen ist. Sie hat die Spinnen gezüchtet. Schmerzensgeld einsammeln. Oh. Als ob. Was war das für ein Jumpscare? Kroch die da einfach über die Ecke. Mein mein Herz. Alter, Leute. War das unnötig. Hätte dieser Jumpscare.
kein gutes Gefühl, dass sie mich sehen. Aber ich sie nicht. Noch mehr Schmerzensgeld. Aha. Ja, geht mir weg. Bewältigungstherapie. Konfrontationstherapie haben wir hier. Revelio. Ach, hier ist noch einer. Das ist der letzte Spinnensack. Oh nein. Ja, rund um mich herum. Die wollte ich eigentlich treffen damit. Meine Fresse. Schnell weg hier. Nee, halt. Ach, nö. Scheiße. Verreckt. Verreckte Scheißahne. Schnell hier raus. Was für einen großen Killer hat die denn bitte schön?
jetzt reingraben. Ja. Der Zug nach Oxmeet dient gerne mit Freuden. Was hinter uns gemacht. Finden wir dann hier noch eine dritte Spinnenquest. Gehen wir die Quest, meinte ich, ab. Gründe, aber in Alfred Lawleys Haus einzubrechen, war keine gute Idee. Ich habe Neuigkeiten. Merlin sei Dank. Wie geht es meiner Mary? Tot. Es scheint, als hätte Mary in ihrem Haus Spinnen gezüchtet, um Profit zu schlagen und deren Vermehrungsfähigkeit gehörig unterschätzt. Oh Mary, auf welche Machenschaften hast du dich eingelassen? Wenn sie in finanziellen Nöten war, hätte sie mich doch fragen können. Sie hat das nicht verdient. Oh nein. Tut mir leid wegen ihrer Freundin. Vielleicht hilft es, dass ich die Spinnen beseitigt habe. Es ist nun wieder sicher dort. Was? Sie haben die Spinnen beseitigt? Ich kann es kaum glauben, aber ich bin erleichtert. Ich schätze, als erstes helfe ich beim Wiederaufbau des Dorfes. Vor toten Spinnen brauche ich mich wohl nicht zu fürchten. Ja. Sie sollten sich trotzdem darauf vorbereiten. Der Ort muss gründlich gereinigt werden. Vielen Dank für alles. Ich halte Sie über den Neuaufbau des Dorfes auf dem Laufenden. Schön, dass ich helfen konnte. Ich werde bei meinem nächsten Besuch in Ihrem Laden vorbeischauen. Für Mary, die von uns gegangen ist. Ja. Können wir jetzt als nächstes bitte eine... Die Leute reden immer noch davon, wie sie den Troll auf dem Dorfplatz besiegt haben. Das hat Eindruck hinterlassen. Eine schöne kleine Carmen-Einhorn-Quest oder so. Haben wir hier noch mehr aufploppende Quests? Die auf einmal irgendwo auf der Karte sind. Ziemlich plötzlich aufgetaucht. Zentrales Teil von Hogwarts. Sind hier neue Orte entstanden oder was? Das glaube ich ja kaum. Ich würde mich hier mal noch umgucken.
Gehen wir mal die Orte. Die Orte freischalten. Vielleicht tun wir da noch ein paar Quests. Ich nutze jeden Tag etwas. Hallo. Kommen Sie rein und sehen Sie sich um. Und nichts mit klebrigen Fingern anfassen. Mhm. Nehmen die Handschuhe. In der 35 können wir die anziehen. Ein Kiltgewand. Das ist ein Upgrade. Und das macht auf. Der Umhang ist auf. Kauf ich mal gleich beides. Sie werden nicht enttäuscht sein. Das ist Besenknechts Versprechen. Upgrade, Upgrade. Schmiedegewand. Sie werden nicht enttäuscht sein. Das ist Besenknechts Versprechen. Ach, doch, von dem Kit bin ich enttäuscht. Das soll ich wieder zurückgeben. Und jetzt 99. Das Kitgewand ist fast schon gut aussieht. Sie haben ein gutes Auge für Mode. Schauen Sie jederzeit vorbei, wenn Sie in der Gegend sind. Das können wir hier auch mal verkaufen. Der Hut. Das müssen wir natürlich sofort ändern. Oh, sieht das schrecklich aus. Was Neues gesammelt. Selbst hier in diesem Stream auch, das ist wirklich großartig. Dieses Spiel. Selbst 4 Monate nachdem wir das Projekt abgeschlossen haben, finden wir hier noch neue Sachen. Das ist echt bemerkenswert. Da kann man das Spiel mal verloben. Ich weiß nicht. Ach so, verkaufen. Es Onei gemacht haben, aber wir alle sind froh, Theophilus Harlow los zu sein. Wir haben heute viele Waren. Lassen Sie sich Zeit. Sie haben ein gutes Auge für Mode. Schauen Sie jederzeit vorbei, wenn Sie in der Gegend sind. Da geht's lang.
Alohomora. Das ist ein Schloss, was wir noch nicht abgeschlossen haben. Skandalös. Verkaufen. So, hier sind wir am Ende von Hogwarts Hogsmeade angekommen. Da würde ich mal sagen, ich mache mal kurz eine kleine Streampause und dann sehen wir uns nach der Streampause weiter und spielen noch ein bisschen. Ein, zwei Stündchen können wir bestimmt noch machen. Kurze Streampause und dann geht's gleich weiter. Hier eine neue Sache. Joa, na dann. Bis gleich. Dumm sind wir eigentlich. Ich meine, man hätte am hochklettern können, sich da draufstellen und dann da hoch, aber. Nee, das wäre zu leicht. Ist zu einfach. Das macht man ja nicht. Jetzt gehen wir den ganzen Weg zurück und klauen darum Schlüssel. Mhm. Nein, das machen die ernsthaft, oder? Gehen wir zurück. Oh mein Gott, sind die... Und die beiden brechen aus! Ausgerechnet die beiden! Wollen wir nicht doch drin bleiben? Ich glaube, es wäre sinnvoller. Also... Da lernen die vielleicht doch was. Jetzt den ganzen Weg nochmal zurück. Ja. Das ist überhaupt nicht auffällig oder so. Wie aus Entner bricht aus, um Entner bricht aus zu zitieren, kannst es natürlich versuchen, aber wenn es nicht klappt, dann sollst du vielleicht mal drüber nachdenken, ob es vielleicht die richtige Seite hier für dich ist. Ja, ganz ehrlich, ich glaube, der Plan 100 Liegestütze am Tag machen und dann einfach die Wand einreißen mit der Faust ist sinnvoller als das. Anlauf und springen über die Mauer. An einer niedrigen Stelle. Wenn der Wind günstig steht. Hallo? Warum sagst du denn nichts? Sagen wir mal so. Ich will dir davon nicht abraten. Wenn es nicht klappt, solltest du es vielleicht als Signal werten. Vielleicht gehörst du dann gar nicht auf die andere Seite der Mauer. Das fühlt sich schon irgendwie gut an, einfach auf die zuzugehen und sie einfach mit einem Schuss loszuwerden. Wie wirft man eigentlich Dynamit? Du zündest es an und dann drückst du linke Maustaste. Wie zündet man das an? Mit L. Du solltest das nicht zu lange in der Hand halten. Nee, irgendwie klappt das nicht. Aha, okay. Und linke Maustaste. Ich glaube, ich trockne mir auch ein paar Arme und Beine. Ich meine, warum nicht? Oh nein. Ich habe gerade eine Dynamitstange gerade nach oben in die Luft geworfen, deswegen habe ich auch nein gesagt. Ja, das sollte man vielleicht nicht machen. Das habe ich auch schon getan. Okay,
Okay, hier müssen Beine ran. Mach das Baumfällen mal ein bisschen leichter. Ja, ich meine, wir haben eh unbegrenzt Dynamit, von daher, warum solltest du es nicht tun? Ein bisschen der Feingefühl in die Stimme. Ja. Gute Nacht, Ellis. Schlaf gut. Gut, spricht das so, als würde sie dir was bedeuten. Ja. Jetzt bin ich in Hogwarts drin. Oh, das ist der Glitch. Jetzt habe ich es unbewusst gemacht. Die kann ich euch mal zeigen. Damit kann man etwas, was vom Spiel gar nicht vorgesehen ist. Schaut mal, wo wir sind. Der Gryffindor Gemeinschaftsraum. Gryffindor Stabssieder, um genauer zu sein. Dafür ein paar von Gryffindor Gemeinschaftsraum. Haben wir uns reingepackt. Ich hoffe, wir kommen hier noch raus. Gemeinschaftsraum von Gryffindor. Wir haben jetzt sogar Flohpulver gefunden. Können wir jederzeit hier hin oder was? Fast kopflose Nick. Das ist fantastisch. Schaut euch hier um. Den Gryffindor Gemeinschaftsraum. Was jetzt Hufflepuff hier immer sein würde. Raus aus deinem Stein. Es muss doch irgendeinen Hinweis darauf geben, was damals wirklich passiert ist. Irgendetwas, was meinen Vater entlastet und Dr. Marcells falsches Spiel aufnimmt. Auch gut. Dann muss ich nur noch wissen, wo genau das Haus ist. Und wie man dieses Ding hier erfährt. Na toll. Hat niemand gefragt, ob der überhaupt Auto fahren kann. Harvey? Geht es dir gut? Ich bin okay. Dir passiert nicht so schnell was, wenn deine Wirbelsäule aus Forte ist. Aber wir haben ganz viele Sachen verloren. Nein. Ich hab schon Fleischhaut-Brustbrecherin. Nein, da bist du in deinem Metall von deinem Ketchup und so weiter. Nein. Der Scheißvater. Geh in dein Zimmer. Jetzt! Willst du deinem Kind nicht wehtun? Was für ein böser Vater. Diese Drohung mit Frist. Schätzchen, du weißt doch, Monster gibt es nicht. Ich
lass das Licht an und die Tür auf, ja? Komm, schlaf jetzt, Süßer. Maul. Lass mir bitte eine Minute, Philipp. Na, gib dir. Mutter Zeit mit ihrer Tochter. Los, komm. Halt's Maul, Arsch Gesicht. Lass du es kommen? Geh, lass uns gehen. Oh ja. Ich darf. Sagt. Ja, heul doch nicht rum. Halt, komm, angefasst. Ja, verpiss dich. Überwältigen. Die haben mich gerade entdeckt. Die kommen jetzt gerade zu mir raus hier. Ich bin aber auch draußen. Ich bin auch draußen. Verdammt. Ich bin bei dir draußen, Modi. Oh mein Gott, du bist... Was? Das ist auch eine Idee. Was? Wie zum Fick hast du... Ich habe ja mit dem Flint abgenommen. Das ist der alte Mann. Du hast ihn weggerammt und hast ihm die Kanone geklaut. Ja. Yep. We'll get out of here in no time. Damn criminals. Und jetzt holen wir uns die Pferde. Ja. Alright. Haben wir noch ein paar Cowboy-Hüte? Das war ein alter Mann, natürlich habe ich dem die Flinte geklaut. Du hast ihn weggetackelt und dann von hinten. Das ist, ich habe eine Flinte. Das sieht unser aus. Okay, neue Klamotten. Oh, eine Nähmaschine. Ah, ein Plattenspieler! Ich hab mein Ziel erreicht. Aha. Die haben Cowboyhüte. Oh! Oh nein! Ich kritze das Bild. Wundervoll. Wo sind Cowboyhüte? Auf dem Bild. Oh, Klamotten, aber wir können uns umziehen. Da ist ein Schrank zum Umziehen. Ich sitze. Ich zieh mich um. Ja, ich komm gleich. Kann ich auch was mit dem Bild machen? Ich will es auch noch verunstalten. Ah, hübsch. Oh! Nein! Ja! Ich hab eine Klamotten angezogen. Oh mein fucking Gott! Ich hatte recht. Wollt ihr, zieh du mal deine Häftlingskleidung aus. Ja, ja. Sofort. Trash My Game funktioniert. Legend of Secrets. Legend
ist halt leider viel zu realistisch. Free to play, nein, ist ein Free to play Game. Das haben wir ein bisschen mal zu verraten. Starten wir das Spiel. Das ist kein Spiel. Bad Face könnte jetzt natürlich. Wenn Zugriff auf deine Fotos, Dokumente, Bankkonten und den also Kürzerbauten mit Vergnügen. Stimme den Geschäftsbedingungen zu Artikel 1 Nutzung der Dienste. Der User bestätigt alle Regeln für die Nutzung der Spieldienste in diesen Geschäftsbedingungen zuzustimmen. Insbesondere stimmt er zu, so viel sein Geld wie möglich für kostenpflichtige Spielbeitrag zu geben, sein Erbe zu verschleudern, Abenteuer, bla bla bla. Ich habe den Vertrag in Kriegsschnur gelesen mit meinem Blut unterzeichnet. Das habe ich wirklich nicht gemerkt. Tja. Wie lange wollen wir das hier noch spielen? Ja. Aha. Also 22.30 Uhr kommt heute Show, die würde ich gern gucken. Bis dahin. Nee. Bis dahin haben wir Zeit. Noch ein paar Stunden. Heute lange Nacht? Das sind noch ein paar Stunden. Mach mal ein hübsches Muster draus. Sind wir so kaputt, dass wir da wirklich jetzt ein Muster draus machen? Ich weiß nicht. Sind wir endlich. Ich meine, man hätte am hochklettern können, sich da draufstellen und dann da hoch, aber... Nee, das wäre zu leicht. Ist zu einfach. Das macht man ja nicht. Und jetzt gehen wir den ganzen Weg zurück und klauen darum Schlüssel. Mhm. Nein, das machen die ernsthaft, oder? Gehen wir zurück. Oh mein Gott, sind die... Und die beiden brechen aus! Wollen wir nicht... Ausgerechnet die beiden! Wollen wir nicht doch drin bleiben? Ich glaube, es wäre sinnvoller. Also... Da lernen die vielleicht noch was. Jetzt den ganzen Weg nochmal zurück. Ja. Das ist überhaupt nicht auffällig oder so. Wie aus Edna bricht aus, um Edna bricht aus zu zitieren, kannst es natürlich versuchen, aber wenn es nicht klappt, dann sollst du vielleicht mal drüber nachdenken, ob es vielleicht die richtige Seite hier für dich ist. So. Dann spielen wir mal noch ein bisschen weiter. Mal kurz Legacy. Post. Wir waren auf dem Weg, hier mal den Sumpf zu erkunden. Da haben wir noch unerkundete. Straßenköder ausgeschaltet.
Jetzt schaffen wir heute noch Level 35. Das wäre mal. Das wäre mal ein Ding. Recruiter. Okay, mal schauen, wo wir hier uns noch eine Flamme holen können. Eine Flohflamme. Durch die Stadt hier rennen. Ach, das ist hier die Butterbierbrauerei. Au. Ich brenne. Hm, blaue Handschuhe. Handschuhe ist auch nicht übel. Hier waren wir ja auch noch nicht. Das haben wir schon mehrfach in der. Das ist immer dieses Haus, was man der. Ein Startbildschirm angezeigt wird, ein Ladebildschirm. Butterbierbrauerei. Interessant. Oh nein, bin ich runtergefallen. Hier geht's weiter. Neue Orte erkunden, Nebenquests noch mal kriegen, das ist echt hier. Wow. Sehr großartig, was wir hier noch erleben. Könnte man ja fast drüber nachdenken, noch weiter zu weitere Streams zu machen. Aber nein, da stehen andere. Ich träume von einer besseren Welt. Für mich. Na, mein Glückwunsch. Wie konntest du es machen? Alohomora. Ein Mondkälb. Das müssen wir doch befreien. Ja.
Hier ist die Flamme. Revelio. Ein bisschen. Ich breche mal hier ein. Hören Sie mich nicht? Stecken Sie in Schwierigkeiten? Ich wurde fast von Wölfen angefallen und kam gerade so mit dem Leben davon. Ich muss mich besser vorbereiten. Dafür könnte ich etwas Donnergebräu gebrauchen. Könnte denn eine Schülerin wie Sie zufällig so etwas bei sich haben? Ich habe keins, ich glaube, Sie brauchen keins. Sie sollten auf sich selbst aufpassen können. Ich gebe Ihnen gar nichts. Wie grausam, mich eine Lügnerin zu nennen. Von Ihnen brauche ich keine Hilfe. Hoffen Sie, dass die Wölfe Sie nicht kriegen. Von meinesgleichen erwartet Sie keine Hilfe. Wir haben tatsächlich kein Donnerbräu. Haben wir nicht welche im Raum der Wünsche angefertigt? Brauchen Sie immer noch Donnergebräu? Nein, ich. Wie? Haben Sie welches? Nein, ich. Ich fürchte nicht. Ich würde helfen, wenn ich könnte, aber ich habe keins bei mir. Das ist wirklich bedauerlich. Ich hatte gehofft, Sie wären vorbereitet. Aha. Nicht einen wohltätigen Knochen im Leib. Ja. Ja, das ist Donnerbräu. Händler. Vielleicht finden Sie etwas, das Sie brauchen. Nein, er hat kein Donnerbräu. Schade, es wäre etwas so schön merkwürdig. Na komm, kaufen wir uns den hier. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Aber. Es war mir ein Vergnügen. Wieder pleite. Sieht auch irgendwie hässlich aus, aber. Naja. Und dann mache ich den immer noch am besten. Kampfherausforderung geschafft. Das sind die Wölfe nochmal abgeschlossen. Machen wir doch heute Fortschritt. Das Gebiet haben wir freigeschaltet. Dann wollen wir mal dorthin. Echt gefährliche Viecher. Die hält echt einiges aus. Drachenkämpfen zu wetten, war meine bisher beste Entscheidung. Wo ist das Tier, was die gefangen hatten? Hier.
Hier ist ein Lager von dem. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Ach, Blödsinn. Da habe ich schon leisere Zentauren. Ich wollte den eigentlich mal sprengen. Was ist denn nun? Wird mal ihren Vorrat kaputt machen. Tagebucheintrag 2 von 2. Was ich gerade bezeugt habe, stößt mich ab. Sie haben einen Felix geschaffen. Sie haben einen verstümmelten Leichnam zum Leben erweckt. Ich habe versucht, mein Entsetzen über das, was ich dort sehen musste, zu verbergen. Aber ich fürchte, sie haben mich durchschaut. Ich muss sie irgendwie überzeugen, dass ich kein Spion bin. Dass ich nicht hier bin, um ihn zu schaden. Linkt das, könnte ich der Nächste sein. Bardolf. Incendio. Und bumm. Mal was trinken mitnehmen. Tagebucheintrag 1 von 2. Ich hasse es, Angst zu haben, aber es gibt kein Zurück. Ich habe jetzt 2 der Flüche gemeistert. Um mehr zu lernen, muss ich schwören, dass ich ihnen dienen würde. Sie dürften meine Angst nicht merken. Sie flüstern schon jetzt hinter meinem Rücken. Man hat es mir beigebracht, schwarzen Magier nicht zu trauen. Aber ich kann auch nicht aufhören, bevor ich genug Magie erlernt habe, um klär mich selbst und ganz Aberhofer zu schützen. Bardolf. Revelio. Und weiter geht's. Flamme. Eingang zum Sumpf. Wäre ich gern gelangweilt, hätte ich normale Arbeit. Komm her, du Krotzi! Die Magus, schnell ausschalten. Na Boss. Irgendwann wirst du kämpfen müssen. Wer ist denn jetzt? Das ist doch bitter bereut. Nicht sollte ich nachsehen. Tego! Oha. So ein Feuersturm, den will ich auch haben. Das will ich auch können. Neue Gegenstände zum Verkaufen.
Dann haben wir wieder eine Gegend geklärt. Da wollen wir als nächstes hin. Nina Kröte. Destralbau. Weiter nördlich. Weiter nordwärts geht heute die Reise. Oh, Elche. Und Hirsche. Das hat schon bessere Tage erlebt. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Ah, nee. Heute nicht. Obwohl, ihr könnt das mit Revelio. Könnte das machbar sein? Nicht genug Mervenkraut. Okay. Was übersehen. Und so ein Stein, den wir noch nicht untergeschubst haben. Naja, was soll es. Da unten geht's hin. Lass mal ein paar Luftballons zerplatzen. Pit ab von upon Fort, aha. Merlin sei Dank, der wildgewohnte Sumpfkrattler ist Geschichte. Eine tapfere Seele hat ihn erledigt und wir haben uns im Frieden wieder. Ich glaube nicht, dass das Land seit den Tagen von Emmerich dem Bösen je unter solch einer Plage leidete. Ein Händler. Eine Händlerin. Hallo, hätten Sie kurz Zeit? Ja, aber leider nur den einen. Der Laden hält mich ziemlich auf Trab. Ich bin die neue Inhaberin, Indira Wolf. Das war jetzt nicht die Antwort auf die Frage. Gibt es irgendwelche Gerüchte in der Stadt? Sie haben sich um den wilden Sumpfkrattler gekümmert. Wir sind alle sehr dankbar. Was soll denn diese Musik? Jetzt herrscht wieder Frieden wie früher. Das ist ja spannende Unterhaltung. Oh, ich habe schon lange kein normales Gespräch mehr geführt. Sie hat schon lange kein Gespräch mehr geführt. Oh mein Gott. Mein Vater ist kürzlich verstorben. Und ich war damit beschäftigt, das Geschäft am Laufen zu halten. Mir war nicht klar, wie viel Arbeit so ein Laden mit sich bringt. So viel Arbeit bringt ein Laden mit sich. Wie episch. Rechnungen, Buchhaltung und Rechnungen, Buchhaltung. Ah. Was haben Sie für ein Geschäft? Hier ist es vielleicht nicht so schön wie in Hogsmeade. Nicht so schön wie in Hogsmeade. Aber ich denke, wir haben einen eigenen, rustikalen Charme. Wir verkaufen allerlei Tierwesen Nebenprodukte für die Trankherstellung. Auch ein paar spannend. Das hängt jetzt alles an mir.
Was hast du zu verkaufen? Oh mein Gott. Suchen Sie nach etwas Bestimmtes? Die Spannung. Einhörner. Königsfedern. Ah, okay, die muss ich ja drauf gehört. Genau das brauche ich. Danke. Genau das brauche ich. NPCs in jedem Spiel. Wenn du Sachen verkaufst. Vielen Dank für Ihren Besuch. Hoffentlich beehren Sie mich bald wieder. War äußerst spannend. Hier ist ein Haufen Gegner. Hier scheinen wir schon mal gewesen zu sein. Wir haben irgendwie schon mal deren Sumpfkraxler haben wir schon mal irgendwie. Den haben wir schon mal besiegt. Wie es ausschaut. Kisten haben wir noch nicht geöffnet. Revelio. Sumpfkrettner. So weit waren wir schon. Mysteriös. Wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. Hier sind wirklich viele Gegner. Ach, das sind die Sumpfkrettner hier. Noch mehr Gegner oben aufs Berg. Das soll jetzt hier unser Problem sein. Oh, Katze. Katze im Busch. Vielleicht können wir die Gegner gleich auch noch besiegen. Einbrechen. Revelio. Oha. Nicht. Da findet irgendwas statt.
Hallöchen. Wo ist der andere? Das können die Tierchen hier in dem Gebiet ruhig nehmen. Ein Niffler. Komm schon, ich will doch nur helfen. Ich will den blauen hier. Das macht schnell recht bloß rennt. Das glaubt Professor Howen nie. Ne, ich wollte hier. Ich kleinen. Die haben für alle. Beruhige dich, ich tue dir ja nichts. 17 von 20. Wenn schon, dann kriegen wir das jetzt noch voll. So viel dazu, die können wieder ruhig hier leben. Einen brauchen wir noch. Ich meine, so können die Wilderen auch nichts mehr. Jetzt noch was ganz im Norden. Trompetenblumen finde ich immer noch großartig. Und Schmetterling, ja. Oh, eine Brücke. Eine Brücke, die in den Sumpf führt, da muss doch mehr damit dahinter stecken. Hier mal ein bisschen könnte. Oh nein. Das war nicht schlecht.
Gegend wieder ein bisschen sicherer gemacht. Und die Spinnen. Oh nein. Spinnen. Ist hier noch irgendwo. Noch mehr hier von der Sorte. Keine Ahnung, was so schlimm am Wildern sein soll. Sind doch genug. Wilderer. Das Ministerium sollte die dunklen Künste nicht so streng sehen. So viel dazu. Oh oh. Noch mehr Spinnen hier. Kobolde? Gibt's noch? Du kannst das nicht aufhalten. Oh, ich betreffe dich. So viel zu. Kleiner. Du bleibst müde. Sind sie sehr geklappt und abgeprallt. So, wer will hier noch Ärger? Inzwischen wieder Tag geworden. Das. Oh, hi. Hast du sein Lösung? Ein bisschen was trinken. Montego. Revelio. Da gibt es irgendwas. Aha. Eine Katze. Wieder mal auf Abenteuer. Meine Flamme. Da sind wir gleich in der Notgrenze angekommen. Nördlicher geht's gleich nicht mehr.
so ein großes Gebirge am Ende der Welt. Eine Elferwand. Da haben wir den Norden erkundet. Westlicher verbotener Wald. Da könnten wir nochmal hin. Stimmt, so direkt im Norden waren wir am Let's Play noch nicht wirklich. Und bei immer sind die Kinder weg. Die sind hier unten. Joa. Gerade nicht mein Problem. Ich hab bei Crackrow. Wehe, wenn. Sind die Gegner ja noch gar nicht. Aha. Hier sind welche. Und welche sind hier auch. Das von ihm nicht so leicht. Haha. Ah. Ich habe ja auch einen Boss ausgeschaltet. Wisst ihr noch? Teilen. Da geht sie down. Das hätte ich nicht gedacht, dass wir hier noch ein Game Over haben an diesem Stream. Hier ist ein Checkpoint. Ein guter Checkpoint. Hallöchen. Über Landen. Okay.
viele Gegner hier. Imperium. Glaube nicht. Den Ferien im Blau Shirt nochmal. Okay. Ausweichen, ausweichen. Sich gar nicht so schlecht hier. Aber ich gehe auch noch hin. Haben wir geschafft. Das war ein heftiger Kampf. Ich glaube, da ist mal ein Stück. So was Lager aufgeräumt. So, das hätten wir. Nächsten Schnellreisepunkt gefunden. Dann haben wir hier noch einen. Dann wollen wir mal. Hier wollen Leute Ärger. Willst du etwa noch mehr? Wollen wir ein bisschen Fangen zwei Leben, das ist halt blöd. Hast du schon genug? Noch lange nicht. Das ist doch nicht nochmal. Sieg ist trunk. Ein weiteres Lager aufgeräumt. Verdammt. Wer hier wohl gelebt hat? Katze. Was haben Sie jetzt vor? Was gibt es denn für ein Problem? Was für eine Frage! Ich habe einen Grimm gesehen. Ein Omen des Todes. Shinoni. Hier bin ich nicht sicher, aber... Wenn er mich nicht sieht, ist alles gut, oder?
Ich brauche nur einen Unsichtbarkeitstrank. Ja, genau das brauche ich. Zufällig habe ich, was Sie brauchen. Hier. Aber ich weiß nicht, ob er hilft. Sehen Sie sich vor, ja? Oh, Sie sind ein Schatz. Wirklich. Ich werde sehr vorsichtig sein. Das sollten Sie auch. Mich bekommt kein Grimm. Dank Ihnen, mein liebes Kind. Natürlich. Ich muss darauf bestehen, dass Sie dieses kleine Zeichen meiner Dankbarkeit annehmen. Alles klar. Toll, was haben wir jetzt gemacht? Katze grillen. Hätte ich doch noch Bräu getrunken. So ein Mist. Das hätten wir eigentlich gebrauchen können, das Donnergebräu. So, da war doch diese eine andere. Die Donnerbräu von uns wollte. Damals verschwendet. Hier haben wir schon alle Flammen. Hier ist merkwürdigerweise noch einer. Und dann haben wir hier noch welche. So, wo da noch nicht waren. Westliches Kaparenherrenhaus, daran kann ich mich sogar daran erinnern. Dass wir da schon waren. Jetzt kehren wir langsam noch kurz zurück. Ich würde sagen, in den Süden brauchen wir jetzt nicht mehr zu gehen. Das macht jetzt. Das muss jetzt nicht mehr sein. Ich habe mir die ganzen Noten der Map aufgeräumt heute. Vielleicht habe ich in 4 Monaten wieder Bock drauf, nochmal das Spiel anzuschmeißen. Und finde vielleicht noch weitere Quests im Süden. Noch 2 weitere Spinnenquests. Das war ja heute. Steuer ein. Otego! Revelio! So haben wir das hier auch freigeschaltet. Dann würde ich mal sagen, spazieren wir mal zum Schloss zurück.
mit Kisten. Tego, Revelio. Das verwechsel ich immer wieder. Nochmals vielen Dank für die Rettung meines lieben Archie. Ich weiß wirklich nicht, was ich ohne ihn täte. Alohomora. Die Archie-Quest, das war doch relativ früh im Spiel. Das war einer der ersten Parts, das war irgendwo kurz nachdem wir aus Hogwarts raus waren. Dieses Haus sieht exakt so aus wie das Haus von Sebastian. Ich weiß nicht, wie die Stadt hieß, aber von innen sieht es genauso aus wie hier. Hier soll es noch eine Kiste geben. Aha. Oha. Und diese Sammlung vergrößert sich. Das haben wir noch lange nicht voll. Nochmals vielen Dank für die Rettung meines lieben Archie. Ich weiß wirklich nicht, was ich ohne ihn täte. Er ist alles, was ich noch habe. Kann nicht gern geschehen. Das sieht auch nicht übel aus. Wie? Die Stirn blau. Haben wir einiges Interessantes gefunden. Mit Urine hinten dran. Ich glaube, ich bleibe hierbei, dass das mir. Mir der schönste hier. Sieht naturbelassen und bescheiden aus. Nichts so putziges. Okay, was haben wir hier übersehen? Beschwörung, da können wir jetzt auch irgendwie Leitern oder so bauen. Mit Treppen. Und die haben wir bei der Plünderung im Kanal geholt. Und den Spielfortschritt noch ein bisschen weiter an die 100% gebracht. Ja, 100%, da müsste man hier noch die ganzen Herausforderungen erfüllen. Ich meine, bei Kampf sind und bei Aufträgen sind wir hier diese 32 nehmen, beziehungsweise da haben wir heute noch zwei oder drei gefunden. Irgendwo sind noch ein paar Nebenaufträge auf der Map versteckt. Das kriegt man aber, das findet man, wenn man die Welt erkundet. Naja, das wird sich. Die Flammen, das haben wir heute unser Weg, die Flammen freizuschalten. Das hat einiges gebracht. In den Orten, wo wir scheinbar noch nicht waren. Sieht interessant aus. Du, das Hogwarts. Ja, das sieht sehr interessant aus. Das ist doch interessant. Und sind wir gerade durch den Stein irgendwie gefallen. So, hier nochmal über die wundervolle Brücke. Die Holzbrücke zu Hogwarts. Können wir gerade mal einen Moment innehalten. Ah, Quitsch, die. Der Besenflieger, Quidditch-Spieler. Quidditch gibt's ja nicht im Spiel. Hier nochmal an diesem sagenumwobenen Ort. Der Brunnen, den kennt man aus Harry Potter. Aus mehreren Teilen.
kommen. Wo sind wir hier gelandet? Ich verstehe es ja. Nochmal zur Klammer des Schreckens runter. Leider nicht. Mal spülen. Hier kleine Geheim rum in der Toilette. Ich weiß nicht, ob das wurden die Kammer des Schreckens Toilette ist. Ja. Danke, dass du. Hier haben wir die Krypta. Müssen wir jetzt nicht unbedingt betreten. Ich wollte gerade sagen, war das nicht der eine, der Kubo du Gang sprichst, der Typ? Der war ein Gryffindor. Der Kubo du Gang Typ, der war. Oder Ravenclaw, soweit ich weiß. Zaubertankunterricht. Peeves macht wieder Ärger. Wer weiß, was mit der Schule passiert wäre, wenn sie nicht gewesen wären. Wir sind Ihnen zu Dank verpflichtet. Danke, Professor Sharp. Und hier nicht noch einen Tranker bauen. Viel mehr Zutaten. Bibliothek kurz rein. Und gleich wieder raus. Warum man nicht zu lange in der Bibliothek Zeit verbringen. Alles täuscht, müsst ihr die. Oh, das täuscht mich. Ich würde gerade sagen, die große Halle sein. Hier geht's runter zum unterirdischen Hafen. Nicht viel zu sehen. Ist aber was anderes als das Bootshaus. Irgendwie.
Weiß ich auch nicht, warum es den gibt. Hieß es nicht, dass die erst das da am Bootshaus ankommen und das dann. Ja, warum gibt es dann diesen Hafen unterirdisch? Nee, keine Ahnung. Ein leerer Bootsmarktplatz. So kurz warten. Und dann nochmal die Häuser. Der geht hoch zum Hüffner-Gemeinschaftsraum und runter zum Hufflepuff. In beiden waren wir schon drin. Während des Let's Plays habe ich es mal geschafft, mich in den Gryffindor Gemeinschaftsraum reinzubacken. War auch sehr interessant. Hier waren wir noch vorhin, oder nicht? Ja, hier ist das Klo. Interessant, da sind wir mal einen Umweg gegangen. Rebellion. Eine weitere Handbruchzeit, die wir nicht berührt haben. Lachlan, der Schlachtsieger. Diese Statue stellt den Zauber Lachlan, der Schlachtsieger, dar. Einen großen, schlanken Zauberer, der sehr stolz auf sich scheint. Niemand weiß wofür. Noch eine ungeöffnete Kiste. Nee, die werde ich nicht betreten. Fühlt mich irgendwo im Keller. Ah, die bucklige die eine Hexe. Mal zum Schulleiter rein. Und war irgendwo noch der Raum der stellvertretenden Schulleiterin. Hier schon alles geöffnet. Wunderbar, Ski. Da waren wir auch schon drin. Au. Der Treppe. Hier ist das Buch, was. Das, da war die Geschichte, dass das Buch, wo die neuen Hogwarts-Schüler eingetragen werden von der magischen Feder. Hier entscheidet sich, wer einen Brief nach Hogwarts kriegt und wer nicht.
beeindruckend. Na ja, genau. Dann hat sich das Buch gerade gewehrt. So funktioniert das. Die Feder hat die Namen. Du willst dir das Buch einschreiben. Und das Buch sagt sich manchmal, nö, der nicht. Das ist zwar potenziell jemand, der nach Hogwarts könnte, aber nö, heute nicht. Das warst gerade du, der da nicht eingetragen wurdest. Du potenziell elfjähriger Zuschauer. Schloss auf Elkom. Das Spiel hat einiges zurückgesetzt. Das kannst du mir nicht sagen. Das kannst du mir. Das Schloss haben wir aufgeschlossen. Das kannst du mir jetzt wirklich nicht verkaufen. Hier sind wir schon gewesen. Verarschen bin ich selbst. Alohomora. Die Schlösser haben wir schon abgeschlossen. Haben jetzt alle Schlösser nochmal zugeschlossen. Durch die Patches. Das wäre ja frustrierend. Ich glaube, es ist ein Achievement für. Wenn man Höchstplatz an Hogwarts erreicht. Im Büro des Schulleiters. Also in der Bibliothek. Jetzt gehen wir mal vom höchsten bis zum tiefsten. Naja, wahrscheinlich nicht den tiefsten, aber nochmal runter zum Hufflepuff-Gemeinschaftsraum. Ziemlich tief. Der tiefste ist wahrscheinlich das Gemeinschaftsraum. Der ist unterm See. In den Kerkern. Den Gang, den finde ich irgendwie ein bisschen gruselig. Die ganze. Dieses Gestingelte und immer dieselben. Dasselbe musst du auf den Türen. Hallo! Wie schön sieht's aus! Die Charaktere hier noch kurz. Diese Charakter, Hauptcharakter Hogwarts Legacy hier, den wir selbst spielen, der muss ein ganzer sportlicher sein. Der muss ein sportlicher Charakter sein. So viel wie wir hier rumrennen. Ich mehrmals im Let's Play versucht, schneller als die Treppen zu sein. Dann sich mal dann mal durch die Map zu fallen hier im Schloss. Hier sind wir im Slytherin-Gemeinschaftsraum. Hier geht's zum Skriptorium.
so schaut's aus. Den haben wir uns verdient. Nach hinten gerne. Ein willkommener Leckerbissen. Köstlich. Und dann ab in den Gemeinschaftsraum. Sehr schön. Tee, ein Stück Kuchen. Ach ja, die Hufflepuff-Gemeinschaftsraum, den finde ich schon am schönsten. Das ist der fette Mönch. Hübscher Gemeinschaftsraum. Wieder nachts draußen. Schlafen nicht, wir warten. Schlafen braucht unsere Karte sowieso nicht. Aus irgendwelchen Gründen niemals. Dann werden wir nochmal in der großen Halle. Der Hufflepuff-Tisch. So schaut's aus. Vorne am Rednerpult. Jetzt mit einem leeren Tisch. So sieht das also aus, wenn man hier am leeren Tisch sitzt. Tja. Noch was gefunden. Wir haben heute einiges erkundet. Das Buch zugeschlagen. Was bleibt noch zu sagen?
Ja. Gut. Für deine Lehre. Nacht des Tages. Du kannst die Professoren nach ihrer Vergangenheit fragen, nachdem du hier aufgemacht hast. Aha. Gut, dann würde ich mal sagen, morgen, am Montag, wenn ihr das auf YouTube seht, schauen wir uns mal diese Funktion hier an. Neue Charakter stellen, in einem weiteren Bonuspart, der etwas kürzer ist als dieser hier, weil das ist eine Stream-Aufzeichnung. Dann machen wir mal ein bisschen, was wäre wenn. Das habe ich schon aufgenommen. Da gibt es ein bisschen die Häuser Gryffindor, Slytherin und Ravenclaw aus Perspektive von einem eigens dafür gestellten Charakter. War ein bisschen aufwendiger, das Video. Das alles so zusammenzuschneiden. Ja, Hogwarts Legacy ist ein großartiges Spiel. Hat Spaß gemacht, das damals zu spielen. Und auch heute der Stream war auch nochmal großartig. Schön nochmal nach Hogwarts zurückzukehren. Nochmal Raum der Wünsche, nochmal ein paar Sachen in den Noren erkunden. So, wirklich, haben wir einiges Tolles gesehen heute hier. Zwei oder drei Nebenquests da. Zwei neue Charaktere gesehen. War wirklich so. Also, kann man sehen, dass das war. Kann man auch auf YouTube hochladen. Ist da vollgestopft das Leben mit vielen interessanten Events. Also ereignislos kann man es nicht nennen. Ist da wirklich. Kann man sich schon geben, kann man schon anbieten. Nehmt euch nach oben auf YouTube, sollte es euch gefallen haben. Oha. Lasst ein Abo da auf YouTube, wenn ihr neu seid. Und auf Twitch ein Follow da lassen. Schaut auf Twitch vorbei. Lasst ein Follow da. Weitere tolle Sachen nicht zu verpassen. Ich läuft gerade alles einiges im Startbildschirm ab. Auch spannend zu sehen, während ich hier labere. Na dann. Na, da kommt noch der Niffner. Ey und der Dieb. Sehr schön, sehr süß. Na dann. Danke fürs Zuschauen, YouTube. Dann sage ich schon mal Tschüss für YouTube. Habt noch einen tollen Tag. Man sieht sich. Bis dahin. Ciao.